Sind Sie ein Puppenspieler? Ja, mein Sohn. Oh, Sie sind aber ein berühmter Puppenspieler. Naja. Darf ich Sie was fragen? Bitte, was möchtest du wissen, mein Sohn? Kann man davon leben? Naja. Und die ganzen Puppen heute Abend, haben Sie die alle selber gebastelt? Naja. Und was machen Sie sonst? Ich meine, hauptberuflich? Habe ich was Falsches gesagt? Nichts. Es reicht doch, oder? Naja, sicher. Darf ich Sie noch was fragen? Bitte. Ist das nicht besonders schwer, die ganzen Puppen basteln und die Lichtanlagen kontrollieren und bauen und die Tonanlage und die richtige Stimme finden und die Stoffe und so weiter und das Ausstaffieren und das Schwitzen und das Tonen und das Schneiden und das Sägen und das Schleifen und das Schnibbeln und das Rutschen und so weiter und das Sprechen und das Bewegen, all diese Bewegungen, rauf und runter, rauf und runter. Ist das nicht schwer? Muss man da klug sein? Nein. Aber irgendwas muss doch los sein, sonst wird es doch jeder machen, weil es doch ein toller Beruf ist. Muss man da nicht klug sein? Nur wahnsinnig. Der Spaß muss sein im Regenbogenprogramm, auch in Szenen für Erwachsene. In der hochmoralischen Parabel der Gebrüder Grimm geht die Fischersfrau auch einen durchaus entrückten Weg, stellvertretend für einen beträchtlichen Teil der Menschheit. Da kam sie in eine Bosheit. Die Haare flogen ihr wild um den Kopf herum. Da reißt sie sich den Mieder auf und gibt ihm eins mit dem Fuß und sagt, ich halte das nicht aus und halte das nicht aus. Und hätte man heute weniger Luft wie früher zum Atmen. Komisches Gefühl habe ich. Weißt du schon, sie haben unseren Häuptling gefragt, ob er sein Land verkaufen will. Das habe ich gehört. Wenn ihr sein Land verkauft, dann werden wir alle in ihren Rennen ersticken. Man muss doch sterben können, nicht wahr? In der Geschichte der Gebetsflöte werden gewisse Gewohnheiten des weißen Mannes auf sehr eindringliche Weise beleuchtet. Es stört mich beim Fernsehen. Und am Ende wird der Mensch wie eine Puppe nach Gutdünken kreiert? Wie im Genlabor bei Doppelkaspers Odyssee 2001 im Weltraum? Ich wollte nur einen haben, dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Zwei, zwölf! Warum nur einen? Nee, dann machen wir, wenn, dann machen wir schon eine Serie. Aber gut, wenn Sie nur einen haben, da ist kein Problem. Das machen wir. Und vor allem unser Material. Wird nie krank, bleibt immer jung, wird nie krank. Wird niemals alt, gebaut auf Sand, gebaut auf Dings. Jedenfalls, ach guck mal hier, das haben meine Kollegen doch machen müssen, aus alter Zeit. Da mussten früher die Hamster drin rumlaufen, ist aber nicht mehr nötig. Wir haben jetzt Embryonen in unbegrenzter Stückzahl, das ist überhaupt kein Problem. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel, wen nehmen wir denn zum Beispiel? Hier, den können wir doch nehmen als Kasper, guck mal hier. Ist der nicht schön? Ja, das ist der Magerkopfluss. Guck mal hier, wir haben aber auch die Kopftypen. Guck mal, hier sind die hier. Guck mal, sind die? Warte mal, Moment, wo ist denn hier? Warte mal, ach ja, da muss man ein bisschen beleben. Ja, so, das ist unser Marke Akademiker hier, der hier, ne? Der wäre doch eigentlich schlecht. Warte mal, oder der Hammer. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ganz besonders freue ich mich, die Vorstandschaften, die Direktion der Vereinigten Demokratischen der Vereinigten Raiffeisenbank hier anzutreffen. Auch ich habe ein Konto bei der Raiffeisenbank. Und ich muss sagen, ich bin mit diesem Service sehr zufrieden. Was man ja bei anderen Krediten sieht.
Wo waren wir? Ach ja, beim Spaß. Und hier ist sie, die gute Frankenkerwa mit Herbert und Kuni. Und bisweilen ist unser Puppenspieler auch Erzähler und Figur in einer Person im Kasperltheater für Erwachsene. Oder seriöser. Als Geschichtenerzähler. Pur. Direktor, bitte, lasst mich mitziehen. Ich kann jonglieren. Ich bin ein Jongleur. Lasst mich ziehen. Doch, Direktor. Nein, geh. Ich habe kein Geld. Nee, geh. Seht nur, Direktor, seht, was ich kann. In dem Bühnenstück Der Puppenspieler von Lodz wird das tragikomische Leben eines jüdischen Künstlers dargestellt, der mit Hilfe seiner nachgestellten Figuren versucht, die Vergangenheit zu bewältigen, um vielleicht einen neuen Anfang wagen zu können. Versuchen wir es eben mit einem Wiegenlied. Aber ich glaube, ich kann keins mehr, Ruchele. Weißt du, Ruchele? Es wird keine Zeit in diesem Magen, die werden durchfleuzen. Ja, und das Spiel wäre gewonnen. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Moment. Ah, mein Fräulein! Das ist aber schön, dass Sie gekommen sind. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Können Sie mal bitte. Kommen Sie noch rein? Das ist meine Frau. Nein, sie hat nicht die Gelbsucht. Wie kommst du darauf? Ich bin mir sicher, dass Sie sehr begabt sind für die Schauspielkunst. Doch, auf gar keinen Fall gebe ich ihr die Rolle, ich bitte dich. Wenn Sie wollen, können wir mal eine Szene proben. Wissen Sie... Ach, Rochle, du weißt ganz genau, dass ich nur dich liebe. Ich flirte nur ein bisschen mit ihr. Also bitte. Aber wissen Sie, sie ist von einer Eifersucht. Das ist kaum auszuhalten. Aber sie hat gleich gesehen, dass ich nur noch an sie denke. Seit ich sie gesehen habe. Wissen Sie? Ach, sie merkt gar nicht, dass ich sie auf den Arm nehme. Bitte? Aber meine Dame! Ruchele! Du kannst unsere Gäste einfach nicht... Wo bleibt denn ihre gute Kinderstube? Aber meine Damen! Komm. Ruchele, komm. Wir gehen dort raus. Und gehen nach...
Samuel, du musst leben. Du musst leben. Du wirst mit mir gehen und... Tu's für mich. Geh allein. Ich bitte dich, Samuel. Ja, dass du... Wir wollten noch mal in ein friedliches Land. Und wir unsere Kleinen zur Welt bringen, das vergessen wir. Jetzt hast du noch... Komm, darfst du hier noch... Wir wollen doch... Ruckele! Regenbogen. Aktiv seit 1979. Macht Theater, auch für Erwachsene. Doch überwiegend für Kinder. Und immer sind die mitten im Geschehen, besonders die Jüngsten, wie beim doppelten Kasper. Oder beim kleinen Drachen. Ja, wo ist er denn? Nochmal, Leute, das hat er nicht gehört. Ich frage mein Volk, soll ich meinem Drachen wehtun? Ja! Wollt ihr wirklich, dass ich meinen Drachen zwicke? Und das Geheimnis von Katakata beginnt mit Clowns. Verstehst, an Franken wollen sie nicht kommen in ihrem Stück, ne? Aber Fahrt können sie sich nicht leisten. Ne? Das gibt's doch nicht. Ja, freilich, wir brauchen keine Fahrt, wir brauchen keine Bühne, wir brauchen keine Schauspieler, wir brauchen keine Puppen. Braucht ihr Puppen? Wir brauchen das alles, wir lassen alles weg, alles, wir lassen alles weg. Bei Shirin wünscht sich einen Weihnachtsbaum wurde eine Inszenierung für Kinder ab 6 geschaffen, die Brücken schlägt zwischen christlichen und muslimischen Traditionen.
Es war ein kalter Winterabend. Missmutig trottete Wolf durch die schneebedeckte Landschaft. Ein eiskalter Wind pfiff ihm durch die Mütze. Hunger! 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 Ja! Hier kommen wir herangerollt und mein Uhr ist aus Gold, sang Wolf und stampfte mit dem Fuß auf den Schlitten. Pass auf! Wolf fuhr eine scharfe Kurve. Aha! Ich würde Ihnen kein Wort glauben, eine rasende Schlittenfahrt mit einem dichtenden Sängerwolf aus Erfahrungen. Doch was ich am liebsten mag, sang Wolf. Das ist Haarfahrten jeden Tag. Johlte Schaf gegen den Wind oder Schaffleisch als Belag. Was? Ich mein, so eine Kälte heutzutage. Ja. Was für ein Wolf. Mein Herr, Ihre Bestellung. Heute gibt's Schaf in Stiefeln, wie es da liegt auf dem Teller, inmitten den Kartoffeln, als ob es schlafen würde, nicht wahr? Aber das ist ja Schaf! Brüllte Wolf. Einige Gäste blickten sich missbilligend zu ihm um. In der Tat, mein Herr. Guten Appetit! Hier ist das Messer. Nein! Schrie Wolf und fegte das Gedeck vom Tisch. Ich kenne dieses Schaf. Dieses Schaf. Es kann Seilchen springen und... Und überhaupt, was ist das hier für ein Restaurant? Der Ober blickte drohend mit gelben Augen Wolf an. Dies, mein Herr, ist das Restaurant Erfahrungen. Ist das Restaurant Erfahrtcreme? Ist das Restaurant Erfahrungen? Ist das Restaurant Erfahrungen? Noch nicht. Aber morgen bin ich wieder kräftiger. Ich meine, wenn ich noch schwächer geworden bin, dann wohl. Lass uns jetzt schlafen. Tschüss, Wolf. Als es vor dem Häuschen stand, blickte es auf das Namensschild des Hauseigentümers. Wolf stand da mit geschwungenen Buchstaben. Aber Schaf bekam mit einmal ein merkwürdiges Pfefferminzgefühl im Kopf. Ich hab ihn nach Haus gebracht. Die Abenteuer gehen weiter in ihrer Veranstaltung. In Kindergärten, Schulen, Kleinkunstbühnen, Theatern, Jugendbegegnungsstätten, Freizeitheimen, Behinderteneinrichtungen, Sommerfesten, Familienfesten, Firmenjubiläen, Zirkusse, Krankenhäuser, private Festlichkeiten, Geburtstage, Hochzeiten, etc.